passiert ungünstiger. Champions League comes to an end.
the bloodline. Brilliant. Shot's on. Oh, the shot is on, all right. Hung up here for Payo. And there's Hoots, and that's another one. Schnitter hasn't got there. It's loose and it's in. Hendricks keeps it low. There's Payo, and there is Vastfoot. Walters there, and she's there. Walters there again! Bremer! Oh, brilliant! Deutschlandweit zu solchen TV-Leiten am Spielfeldrand und ich darf einen wunderbaren Gast begrüßen an meiner Seite. Liebe Lena, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei Deutschland zurück. Ja, hallo! War eine Punktlandung? Ja, aber noch außer Atem? War Punktlandung, so wie früher auch, immer letzte Minute war ich da. Ja, aber du kannst straflich sagen. Ich war pünktlich. Jetzt habe ich es, okay. Hier muss ich reinsprechen. Wahrscheinlich, weil mein Mikrofon nicht ganz auf Sendung war. Aber das macht ja gar nichts. Sie haben mich ja verstanden. Genau. Wir starten direkt in die Sendung rein. Und zwar dürfen wir 75 Minuten vorher die Aufstellung präsentieren. Und die wollen wir euch jetzt natürlich einmal zeigen. Mit der Nummer 1 ist das Merle Frohms, die Nummer 2, Lynn Wilms, die Nummer 4, Kathi Hendrich, die Nummer 5, Lena Oberdorf, die Nummer 6, Dominik Jansen, die Nummer 9, Eva Pajor, die Nummer 10, Svenja Huth, heute auch Kapitänin, dann die Nummer 11, Alex Popp, die Nummer 13, Feli Rauch, die Nummer 14, Jill Roth und die Nummer 23, Svendis Jonsdottir. Das hört sich gut an, oder Lena? Ja, ich habe sie eigentlich so erwartet. Also einige haben ja, ich weiß gar nicht wie viele, auf jeden Fall Poppy hat Champions League-Erfahrung. Ich glaube, sie hat die Mannschaft die richtigen Informationen gegeben, wie so ein Champions League-Finale, mit was für eine Energie man die heute angehen muss. Absolut. Und ich glaube, wir werden in einem, würdest du 4-3-3 sagen? Siehst du das so? Ja, ich glaube tatsächlich, dass Poppy über links kommen wird. Eva wird vorne spielen, es kann 4-4-3 sein, ja. Ja, schauen wir mal rein. Wir haben auf jeden Fall noch einmal für euch heute Morgen Tommy Stroth nach der Aktivierung abgefangen und ihn natürlich auch mal zu seinen Gedanken rund um die Aufstellung befragt. Tommy, wir haben die Aufstellung gerade präsentiert. Magst du einmal darauf eingehen, was deine Hintergedanken bei den 11 Spielerinnen sind, die heute beginnen werden? Ja, für uns war wichtig, dass wir Anspielpunkte vorne drin haben. Heißt, Poppy rückt wirklich vorne rein. Wir wollten aber auch das Tempo vor allem über die Flügel haben. Von daher wird Eva von der linken Seite spielen. Wir haben Svendis von der rechten Seite und glauben so, dass wir durchaus einerseits im Umschaltspiel, aber auch im eigenen offensiven Szenen dementsprechend will ich auch unsere Qualitäten vor allem nutzen können. Ist das Tempo so ein Schlüsselfaktor dafür, wie man die Barca-Defensive knacken will heute? Ja, ich glaube, dass das der Mix ist, die Balance ist. Wir brauchen einerseits wirklich in den Umschaltphasen, weil Barca natürlich im Ballbesitz sehr offensiv auch agiert, viel aus Positionswechseln agiert. Dann bietet das Umschalten halt gute Möglichkeiten. Von daher haben wir das mit unseren Waffen dann dementsprechend auch ganz gut gelöst, glaube ich. Und es ist auf der anderen Seite so, dass wir trotzdem auch Ballbesitz brauchen und die entscheidenden Faktoren darin brauchen. Deswegen ist es auch ein Grund, warum Svenny ins Zentrum rückt. Da haben wir ein Zentrum mit Lena Oberdorf, mit Svenja Huth und Jill Roth. Auch eine gewisse Ballsicherheit natürlich drin, die uns auch gut tun wird.
Gib uns mal einen Einblick in deine Gefühlslage. Es ist dein erstes UWCL-Finale. Ich glaube, das ist was extrem Besonderes, was hier heute in Eindhoven auch für dich passiert, oder? Ja, der Ort Eindhoven, dass es auch eben hier in Holland stattfindet, ist natürlich für mich, für meine Vita, wenn ich schaue, wirklich was Besonderes. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir es auch angehen wie jedes andere Spiel. Also wir sind natürlich jetzt hier noch in der Aktivierung unterwegs, am Vormittag unterwegs, und es ist total ja, entspannt dahingehend, haben einen guten Mix. Wir hören im Hintergrund immer wieder auch das Lachen der Mädels, von daher wirklich ein sauberer Mix zwischen Anspannung und Entspannung. Von daher sind wir da in guten Abläufen unterwegs. Hast du denn wie immer gut geschlafen? Immer gut. Immer gut, sehr gut. 4.500 Fans erwarten wir heute in den Blöcken hinter dem Tor. VfL-Fans, ausverkauftes Haus. Und ich glaube, das wird eine schöne Atmosphäre da in Eindhoven. Kannst du uns über deine Erfahrungen in Eindhoven nochmal so ein, zwei Sätze sagen, was auch das Stadion so ausmacht? Also erstmal zu unseren Fans. Ich habe selbst gehört, dass eine kleine Choreo vorbereitet ist, auf die ich mich auch extrem freue, weil auch da einfach in der Fanszene und im Allgemeinen eine Menge passiert. Durch die größeren Arenen kriegen wir da einfach eine ganz, ganz andere Basis aufgestellt und eine wahnsinnig tolle Entwicklung dann dementsprechend auch, die wir auch immer wieder spüren. Also die Unterstützung wird auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein in diesem Spiel und auch in den nächsten Jahren. Von daher ist das eine tolle Entwicklung. Und vor allem dieses Stadion hat ein bisschen was Englisches. Jeder ist extrem nah dran. Ja, es ist einfach eine tolle Atmosphäre, glaube ich, für so ein Finale. Wir freuen uns drauf. Gutes Spiel wünsche ich und maximalen Erfolg. Danke. Und wir haben jetzt Zuwachs bekommen, und zwar, ihr wart noch im Smalltalk. Ralf ist gerade dazugekommen. Ralf, schön, dass du auch da bist. Sehr gerne. Wunderbar. Ja, wir haben gerade die Aufstellung angeschaut. Poppy wahrscheinlich, der Trainer hat es gerade gesagt, Poppy vorne drin als zentrale Anspielstation und ganz viel Speed über die Außen. Könnte das so ein Schlüssel sein, eventuell Barca heute zu knacken? Was denkst du, Ralf? So vielleicht Tommy das kommuniziert? Ja, eventuell. Ja, also es kann schon gut sein, dass das so der Plan ist. Also wir wissen ja, dass wir vielleicht nicht deutlich mehr Ballbesitz haben als Barcelona und auch gegen das aggressive Pressing braucht man halt immer auch einen Plan B, und da ist natürlich Poppy als zentrale Anspielstation mit ihrer Körperlichkeit immer ein geeignetes Mittel. Aber es ist nicht das Einzige. Definitiv. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen sehr, sehr gut ausgearbeiteten Matchplan. Ralf, es ist bereits dein, für Tommy ist es das erste Champions League-Finale, dein sechstes Finale ist das jetzt hier an der Reihe. Ist es immer wieder was Besonderes? Absolut. Es beginnt eigentlich schon zwei Tage vorher, wenn man anreist, dann gestern das Abschlusstraining. Der Empfang gestern Abend von der UEFA, das ist alles Besonderes, das ist alles was Besonderes. Wir genießen das. Ich habe nur, wenn du sagst, es ist das sechste, dann haben wir ja fünf bisher gespielt, oder ich durfte bei fünf dabei sein. Und wir haben eine negative Bilanz, die müssen wir heute auf jeden Fall ausgleichen. Vielleicht kannst du nochmal, Lena, aus der Spielerinnensicht nochmal so sprechen. Du hast fünf Finals mitgemacht, richtig? Ja, ich glaube, wir haben alle Champions League-Finale zusammen bestritten. Ja, wie ist da die Anspannung vor so einem großen Spiel? Ja, es ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Auf Vereinsebene ist das ja, das Größte, was man erreichen kann, Champions League-Finale. Ich glaube, mittlerweile hat das Finale so viel Aufmerksamkeit. Man freut sich einfach nur drauf. Ich glaube mal, jede Spielerin heute, die hat so viel Gänsehaut, die ist so angespannt und so konzentriert. Aber irgendwie soll man es auch genießen. Was Schöneres, glaube ich, gibt es nicht im Fußballerleben. Definitiv. Und heute ist es auch tatsächlich das erste Mal, dass ein Champions-League-Finale dann auch wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Knapp 35.000 Zuschauer werden wir hier im Philips-Stadion erwarten. Ich glaube, das ist auch ein richtig geiles Zeichen. Absolut. Und als der Spielort vergeben wurde, ist es, glaube ich, zwei, drei Jahre her. Das war vor dem Boom. Ich glaube, dass man mit den Erkenntnissen der letzten 18 Monate, sage ich mal, wahrscheinlich noch ein größeres Stadion gewählt hätte, weil es wäre durchaus möglich gewesen, 40, 50.000 Zuschauer ein Stadion mit so vielen Zuschauern zu füllen. Aber wir genießen das wirklich. Man merkt das in der Stadt. Ich habe ein paar Videos zugespielt bekommen und hier auch bei der Anreise mit der Mannschaft. Das ist eine riesen Euphorie für den Frauenfußball und wir genießen das. Absolut. Und wenn man da hinten in die Blöcke schaut, da ist auch so viel Grün. 4.500 Wolfsburger werden hier auch im Stadion sein. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr geil, oder Lena? Das ist schon sehr, sehr geil, ja. Ich glaube, das hat die Mannschaft sich aber auch langfristig erarbeitet, dass es so einen Support gibt von außen. Ich glaube, die Mannschaft spiegelt das einfach wieder, mit wie viel Leidenschaft sie immer wieder jedes Jahr die Saison geht. Und das haben sie sich auch einfach verdient, dass so viele Menschen oder so viele Wolfsburger heute hier im Stadion sind auch. Absolut. Und ihr seht es gerade
Kollegen Lisa Weiß und Kascha kommen gerade aufs Feld und werden mit einem Riesenapplaus hier begrüßt. Ja, diese Kulisse, die ist einfach richtig wunderbar. Lasst uns einmal kurz, es sind natürlich auch viele Barca-Fans auch hier im Stadion. Ich glaube auch offiziell sind es auch 4.500, Kontingent voll ausgeschöpft. Lasst uns über den Gegner mal kurz reden. Das ist natürlich das Nonplusultra momentan im Frauenfußball, Barcelona. Siehst du das ähnlich, Ralf? Ja, absolut. Barcelona hat die letzten Jahre wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Auch viel investiert, muss man auch sagen. Also nicht nur eigene Spielerinnen hochgebracht, sondern auch zum Beispiel Caroline Hansen, Fridolina Rölfe von uns weggeholt und auch von Man City eine Spielerin verpflichtet. Aber trotzdem, Geld ist ja nicht alles. Sie haben wirklich eine tolle, schlagkräftige Mannschaft daraus entwickelt. Dritte Finale in Folge. Sie sind der Favorit, aber es ist ein einziges Spiel. Ich glaube, wir haben genug Mittel und Waffen, um heute das Spiel für uns zu entscheiden. Vielleicht sprechen wir nochmal die drei Ex-Wölfinnen an. Ingrid Engen, Frido Rolfe und auch Caro Hansen. Hast du noch Kontakt zu ihnen ab und an? Tatsächlich zu Caro Hansen ab und an mal. Das ist irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, das war auch eine ganz besondere Zeit für Caro, die sie in Wolfsburg verbracht hat. Und ja, ab und an hat man noch Kontakt miteinander. Wie schätzt du Barcelona ein? Ja, individuell haben sie natürlich schon auf allen Positionen schon Top-Top-Spielerin. Aber wenn ich mich an meinen Champions League Finale zurückerinnere, da war das genauso. Da waren wir, glaube ich, gar nicht so nah an Dion dran von den potenziellen Top-Top-Spielerinnen. Aber ich glaube, wenn man heute so viel Energie auf den Platz bringt, dann ist es egal, wie viele Top-Spielerinnen auf dem Platz stehen. Ralf, du bist gerade mit der Mannschaft natürlich mit dem Mannschaftsbus angereist. Wie hast du die Mannschaft jetzt in dieser Finalwoche wahrgenommen? Wie ist die Stimmung? Ich glaube, die gleiche Frage hattest du mir vor dem Finale in Paris gestellt. Und in London ist ja auch klar, dass man sie stellt. Und ich kann das Gleiche wieder beantworten. Es macht keinen Unterschied, ob man jetzt zum Finale fährt oder ob man nach Bremen oder nach Meppen fährt. Die Anspannung ist immer da. Natürlich ist die Vorfreude auf das zu erwartende große Spiel natürlich umso größer. Und es ist einfach auch so, dass wir schon im Trainingslager mit dem ersten Training damals das Eindhoven als Ziel hatten. Und umso schöner ist, dass wir es jetzt wirklich unseren Traum leben können. Aber man weiß, dass man den Traum auch gerne zu Ende träumt und dann brauchen wir den Pokal nachher im Bus. Definitiv. Ich glaube, Ralf, du musst gleich schon wieder weiterziehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du die Zeit genommen hast. Wir wollen noch einmal, wir spielen jetzt einen kurzen Einspieler an und plötzlich ist Ralf verschwunden und wir machen weiter, Lena. Die Statistik gegen Barca, die sieht ganz gut aus in der Champions League. Von 5 Spielen haben wir 4 gewonnen. Unter anderem das letzte Aufeinandertreffen. Und zwar im April 2022 das Rückspiel mit 2:0 in der Volkswagen Arena. Die Bilder schauen wir jetzt gleich mal an. Und ich bedanke mich an dieser Stelle, aber nicht eine Einschätzung zum Spiel. Wie würdest du den Verlauf am liebsten haben wollen, wenn es ein Wunschkonzert hier wäre? Da wir ja keine englischen Wochen mehr haben, ist es egal, ob es Verlängerung oder Elfmeterschießen gibt. Die Hauptsache, wir sind am Ende der Sieger und können den Pokal mit nach Wolfsburg bringen. Das wünschen wir uns sehr. Vielen Dank und liebe Grüße nach Wolfsburg. Ralf, danke für deine Zeit und ich würde an dieser Stelle sagen, Mats ab. Wir machen weiter. Ralf, du darfst aber dann auch, wir haben imaginär 2 wunderbare Tore gesehen und wir machen jetzt weiter. Ich würde dich in den Feierabend schicken. Feierabend ist gut. Okay, ja, viel Spaß. Danke, Ralf. Aber das ist ein gutes Omen, das hatten wir doch in London auch. Ja, ne? Das hatten wir auch. Der Einspieler, die Einspieler wollen nicht so, wie wir es wollen. Das war so geplant, oder? Ja, genau. Dann würde ich auch dir direkt mal ein Statement entlocken. Was erwartest du hier heute für ein Spiel? Ich hoffe und wünsche mir ein offenes Spiel, ein spannendes Spiel. Tiefen Ausgang für Wolfsburg, das wünsche ich mir. Wo wir gerade Merle da hinten sehen, ich glaube, mit Merle hast du auch immer einen sehr, sehr guten Draht, oder? Hattet ihr vor dem Finale Kontakt? Ja, ich habe ihr noch eine Nachricht geschrieben, habe ihr viel Glück gewünscht und dass sie einfach dort weitermachen soll, wo sie aufgehört hat. Sehr gut.
Jetzt ist es so, wir haben es ja auch gerade angesprochen, dass, wenn man es so sieht, Barcelona schon favorisiert ist. Normalerweise in der Liga ist es so, dass der VfL immer in die Favoritenrolle schlüpft, egal ob Pokal oder in der Liga. Wie würdest du mit so einer Rolle des Underdogs, vermeintlichen Underdogs, am ehesten umgehen? Ja, ich habe es immer geliebt, wenn man den Underdog ist, weil dann hat man nichts zu verlieren. Mhm. Ich glaube, Barcelona hat viel mehr zu verlieren, weil die haben letztes Jahr schon ein Finale verloren. Von daher kann es natürlich auch sein, dass Barcelona zu viel will und Wolfsburg halt einfach sagt, okay, wir spielen heute befreit aus, was soll uns passieren? Es ist eine Weltklasse-Mannschaft und wir können heute hier nur gewinnen. Von daher kann das auch ein Pluspunkt sein für Wolfsburg. Du hast selbst den Pokal schon zweimal gewonnen. Zweimal, richtig. Zweimal, 13 und 14. Lass uns mal in diese Zeit zurückspringen, weil es jährt sich auch zum 10. Mal jetzt hier. Ich glaube, ganz, ganz viele Spielerinnen sind hier heute auch von der UEFA und vom VfL eingeladen zu diesem tollen Event hier. Hast du schon die eine oder andere gesehen? Tatsächlich nein. ich war ein bisschen spät und die Zeit rannte dann auch wieder und bislang habe ich noch keine Spielerin gesehen, aber total toll, dass die UEFA und der VfL Wolfsburg halt auch an ehemalige Spielerinnen denkt. Weißt du denn, wer unter anderem auf der Liste steht? Auf wen freust du dich nachher oben im Bereich auf ein Wiedersehen? Ja, ich weiß natürlich, die Trippelsiegerinnen von 2013 sind alle da, auf die freue ich mich natürlich besonders, weil mit denen hat man natürlich auch besondere Momente gehabt und jeder ist seinen eigenen Weg gegangen, von daher ist es sehr spannend, wo der Weg gelandet ist bisher. Ja, ich glaube, Lira ist auch hier, ist auch immer eine sehr, sehr lustige, sehr lustige Unterhaltung. Von daher freue ich mich auf die ein oder andere und wahrscheinlich auch über die eine oder andere Überraschung. Ja, sehr gut, sehr gut. Wie viel Liter Fassungsvermögen hat denn der Pokal? Wie viel Kaltgetränk passt da rein? Weißt du das zufällig? Weiß ich gar nicht, weil ich war kein Freund des Alkohols. Von daher kann ich es dir gar nicht genau sagen. Aber so Getränk aus dem Pokal, das schmeckt schon mal ganz schön, bestimmt. Kann man genießen, würde ich sagen. kann man genießen. Der FC Barcelona, wir hatten es gerade schon mal mit den drei Ex-Wölfinnen. Da kommen gerade die Torhüterinnen raus. Hört man auch mal die Kulisse, die Barcelona dann aufruft später. Der FC Barcelona, welche Schlüsselspielerin würdest du da benennen wollen? Auf wen muss man besonders Acht geben? Ja, ich glaube, Caroline Hansen, wenn die ins Laufen kommt, die ist so trickreich, so wendig. Ich glaube, sie spielt schon eine entscheidende Rolle auch bei Barcelona. Und ich finde sie auch super. Ich guck mir sie auch einfach gerne an. Also, weil sie ist einfach eine leichtfüßige Spielerin, sehr trickreich. Sie darf man natürlich nicht auch Frido. Ich glaube, alle haben einen guten Weg gemacht, die Spielerinnen, die mal in Wolfsburg waren. Sind mittlerweile auch Frido eine feste Säule geworden in Barcelona. Ich könnte jetzt noch viele Namen aufzählen, aber das sind alles Top-Spielerinnen. Aber ich glaube gerade, dass man die Außenbahn zukriegen muss. Drei Finals in den letzten drei Jahren spricht natürlich für eine Extraklasse irgendwo. Ne? Also klar, zwei davon auch verloren, aber einen Titel haben sie auf jeden Fall in den letzten drei Jahren geholt. Barcelona schon extrem stark. Schon extrem stark, aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, es ist ein Spiel, es sind 90 Minuten, auch die Tagesform wird entscheiden. Von daher bin ich gespannt, wie es dann halt auch ausgeht. Definitiv. Lass uns noch mal auf unsere auf den Matchplan schauen, wie wir Barcelona am besten knacken können. Wir hatten es gerade schon angesprochen, eventuell recht schnell über die Außen. Ist das so die Defensive knackbar? Ja, ich glaube, wir brauchen halt auch einfach Ballbesitzphasen. Wir dürfen den Ball nicht zu schnell wieder herschenken. Ich glaube, wenn Poppy im Zentrum spielen sollte, ist sie genau die Zielspielerin, die Bälle festmachen kann und ihre Mitspielerin dann wahrscheinlich über außen schnell einsetzen kann. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir den Ball nicht zu schnell, wenn wir ihn gewonnen haben, wieder herschenken. Tommy hat es auch gesagt, Poppy ist wohl im Zentrum tatsächlich drin und dann Eva ungewohnt über die Außer, kann aber auch gut funktionieren, oder? Und wo spielt Svenny auf der 10? Svenny dahinter, ja. Dann ist Svenny dahinter. Oder Poppy auf der 10, Eva vorne, Svenny rechts, ist auch eine Option für mich. Von daher auf der 10 kann man ja auch die Bälle gut festmachen, von daher bin ich gespannt, was sie sich einfallen lassen hat und wie sie dann im Endeffekt auflaufen werden. Wunderbar. Wir haben noch
lasst uns über die Kulisse nochmal sprechen. Und zwar muss ich hier meinen schlauen Zettel einmal zücken. Ausverkauftes Haus ist, glaube ich, ein unfassbares, eine unfassbare Geschichte hier, 35.000. Wie schade ist es, dass es nicht vielleicht in der Amsterdam Arena oder sonst wo stattfindet, weil ich glaube, das hätte man auch gut voll machen können, das Stadion, oder? Ja, wahrscheinlich schon, aber vor 2 Jahren wusste keiner, dass es so sich entwickeln wird halt. Ne? Wenn man natürlich auch, das ist jetzt ein Champions-League-Finale, aber wenn wir jetzt natürlich den Verlauf der Champions-League-Saison nehmen, in jedem Stadion, es wurden einfach nur noch in großen Stadien auch gespielt und die Zuschauer sind trotzdem alle gekommen und die Stadien waren teilweise auch sehr, sehr gut gefüllt. Von daher ist eine Entwicklung und ich glaube, die UEFA wusste halt einfach nicht, dass es so eine Richtung gehen wird. Aber ich sag halt auch, es sind immerhin, ich glaube, wie viel? 37.000? 35.000? 35.000 Zuschauer. Super schönes Stadion, coole Atmosphäre, mega Aufmerksamkeit. Ich bin eben zu Fuß vom Hotel hierher gelaufen und da sind wir zufälligerweise am Hotel von Barcelona hergegangen. Was da los war, wie viele Leute da vor dem Hotel standen, ist halt einfach wirklich vergleichbar wie bei den Männern und das ist doch einfach schön und haben sich die Mädels auch alle verdient. Man merkt es auch ein bisschen, die Barcelona-Fans sind noch nicht da. Das ist so die spanische Mentalität, die kommen immer erst kurz vor Anpfiff ins Stadion. Dann, ne? Ja, also finde ich sympathisch. Ja, definitiv. Dahingehend unser Block schon gut gefüllt. Auch ganz, ganz viele Fanreisen hier hingekommen. Ich glaube, das ist einfach insgesamt ein Riesenzeichen einfach für den Frauenfußball. 4.500 Wolfsburger jetzt auch hier. Und lass uns nochmal zurückblicken, auch auf das DFB-Pokalfinale, auch bis auf den letzten Platz ausverkauft gewesen. Wahnsinn, wie sich das entwickelt. Wie siehst du das? Ja, wirklich toll. Ja. Aber irgendwie auch schön, weil ins Stadion kommen und es ist eine tolle Entwicklung. Ich hoffe, dass sie tatsächlich anhält, dass es nachhaltig ist. Ich glaube, da ist tatsächlich auch ein bisschen der Erfolg abhängig von der Nationalmannschaft jetzt bei der WM. Von daher hoffe ich, dass es so nachhaltig bleibt, wie es jetzt ist. Wir nähern uns langsam dem Ende unserer Sendung. Aber wir haben noch, wir wollen natürlich noch mal deine Einschätzung zum Spiel insgesamt hören. Was denkst du, ist hier heute drin für den VfL Wolfsburg? Kann es klappen, den Pokal ein drittes Mal nach Wolfsburg zu holen? Ja, klar, alles ist möglich. Das Finale, es sind 90 Minuten. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden heute. Das weiß jede Spielerin aber auch. Und ich glaube, viele Spielerinnen, die heute in der Startformation stehen, korrigier mich, ist wahrscheinlich auch das erste Finale. Also ich weiß gar nicht, wer ein Finale bisher gespielt hat. Wahrscheinlich Poppy Merle war wahrscheinlich dabei, hat es aber auch noch nicht gespielt. Du auch, ne? 2020? So, mit Arsenal. Auch. Nee, mit Wolfsburg. 2020 mit Wolfsburg gegen Lyon im Corona-Jahr, da ja, warst du auch schon da. Ja, war auch richtig? Schon dabei. Ja, es sind 3 Spielerinnen halt, ja. Ne? Das sind noch nicht so viele. Von daher, die eine oder andere wird heute sehr, sehr, sehr nervös sein, aber nach kurzer Zeit wird sie das wahrscheinlich auch legen. Von daher, offenes Spiel hoffe ich. Wolfsburg würde es gut tun, wenn sie ein schnelles Tor schießen, weil ich glaube, dann hat Barcelona keinen Plan, weil das kennen sie halt auch einfach nicht. Und zuletzt hat Barcelona tatsächlich in der Liga, da war es natürlich alles schon durch, aber das erste Mal nach 64 Spielen ja. Verloren, vielleicht bauen sie da eine Serie auf. Sprich jetzt nicht für die Liga, oder? Das ist wahr, das ist wahr. Einen korrekten Ergebnistipp hätte ich gerne noch von dir. Korrekten, einen genauen meinte okay, ich natürlich. Okay, genau. Aber korrekt darf er auch sein. 2-1 für Wolfsburg. 2-1 für Wolfsburg. Torschützinnen? Zweimal Pop. Zweimal Pop. Das nehmen wir mit. Ist jetzt ein bisschen Druck, ja, aber damit kann sie umgehen. Poppy macht das, die schaut die Sendung erst im Nachgang. Ja, genau. Wenn das so kommt, dann muss sie mir einen ausgeben, oder? Das macht sie bestimmt. Ja. Ihr seht, ich halte hier jetzt noch mal einmal kurz was in die Kamera. Ja, sehr gerne. Warte mal. Auf der anderen Seite hier der Begegnungsschal. Den könnt ihr erwerben. Und zwar bei uns im Fanshop für 15 Euro. Eindhoven drauf, Finale 2023. Und wunderbare Qualität, wie immer. Also, klickt euch noch mal rein in den Fanshop vorm Anstoß. Ja. Einmal zuschlagen und dann habt ihr für den Winter schon mal einen schönen Schal. Lena, ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir. Hat mir großen Spaß gemacht. Schön, ja, dass du da warst. Und ich wünsche dir jetzt ein wunderbares Finale.
eine geile Zeit. Und ich sag an euch zu Hause, danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Drückt feste die Daumen. Sendehinweis, bei DAZN gibt es das Finale beim ZDF auch. Also klickt euch da auf jeden Fall rein und schaut das Finale live von zu Hause aus. Und da bleiben wir jetzt aber noch mal kurz drauf. Die Minute haben wir noch. Unsere Mannschaft kommt drauf. Und ich glaube, ich sag tschüss. Und wir genießen jetzt noch die letzte Minute, diese wunderbare Stimmung. Ja, mit diesen wunderbaren Bildern. Wir müssen pünktlich Schluss machen. 20 Sekunden haben wir noch. Lena, ist schon geil. Gänsepelle, ne? Ist schon cool, ja. Würde ich auch gerne nochmal haben. Ja. Vielen Dank, gutes Finale gerne. Dir und Grüße gehen raus. Bis bald. Hallo Mädels. Champions League Finale. Was für eine geile Sache. Wir stellvertretend für die gesamte Mannschaft drücken euch natürlich ganz fest die Daumen. Holt den Pott nach Hause. Und wenn ihr das Ding gewinnt, der erste Kasten geht definitiv auf uns. Also alles, alles Gute, toi, toi, toi. Und wir drücken die Daumen. Haut rein. Hallo Mädels, ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Champions League Finale. Ihr habt so eine geile Champions League Saison gespielt. Geht raus, genießt es, genießt die Atmosphäre. Das ist ein ganz, ganz großes Spiel. Freut euch drauf und dann bin ich mir sicher, werdet ihr den Pott gewinnen. Hallo meine lieben Mädels. Ja, für das ganz wichtige Spiel jetzt in Eindhoven wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg. Wir drücken euch alle ganz fest die Daumen, wie wir es auch schon im Pokalfinale getan haben. Und ich bin davon überzeugt, dass ihr es schafft. Ganz liebe Grüße, euer Nico. Ciao. Hey Mädels, ich wollte euch wirklich alles Gute zum Spiel wünschen. Ich hoffe, ihr werdet es genießen. Heute im Pott endlich wieder nach Wolfsburg. Viel Spaß, viel Erfolg. Hello Girls, today is the day for make history. I wish you the best and enjoy. This time, enjoy this game. You do everything well till now. You do what you did was amazing. Now, just enjoy, play the game, and make your best. All the best, girl. You will be champion. Hello!